Nicht jeder ist zu etwas Besonderem geboren. Ich hingegen habe nicht mehr die Wahl. Im Moment wird Deutschland von einem Namen beherrscht, Spider-Man. Sam Raimi hat den berühmten Comic-Helden verfilmt und heute Abend ist die Deutschlandpremiere hier in Berlin. Alle Stars werden anwesend sein, Sam Raimi, der Regisseur, Kirsten Dunst, Tobey Maguire und Willem Dafoe. Und wir sind natürlich auch dabei. You worked the first time with Sam Raimi? Right. And how was the shooting? Did you enjoy the work? Yeah, it was a lot of fun. I mean, lots of interesting things to do. Sam is wonderful. He's a very warm guy. He really makes you, really empowers actors, makes you feel like a collaborator. So it's good. You are playing the part of Norman Osborn, who becomes a Green Goblin. Would you have been interested in the part of Spider-Man? I'm too old. Peter Parker is a young boy. I'm not a young boy anymore, and I'm thankful for it, believe me. Are you particularly interested in comics? Comics? Not particularly. I appreciate them, but I just never grew up with them, so I don't have that connection. How was the shooting of Spider-Man? Did you enjoy it? Yeah, I mean, working with Toby and Sam. Sam is just an amazing director, so he just was inspiring to work for because he just loves Spider-Man so much, like a little boy. So. And how was it kissing Toby? He's a good kisser. Even though it was a weird circumstance, he is a good kisser. I'll give him that. Your father is a German. Do you speak German? Ein kleines bisschen. Spider-Man auf der großen Leinwand, ein Jugendtraum geht in Erfüllung? Auf jeden Fall. Ich habe noch diese alten Spider-Man-Gurkenfilme gesehen, die es in den 70ern gab. Das war so eine Fernsehserie, die mal in Amerika gemacht wurde, mit so einem Typen in so einem ganz schlechten, selbstgemalten, mit Fingerfarben, so ein Spinnenkostüm. Das war gruselig, aber ich habe das schon geliebt und warte wirklich also schon seit quasi 20 Jahren darauf, dass das endlich mal passiert. Ich war eigentlich als Kind eher ein Superman-Fan, aber hier mein Freund war ein großer Spider-Man-Fan. Deswegen springt er auch zu Hause immer so an die Decke und so, ob er kleben bleibt, aber es klappt irgendwie noch nicht so richtig. Würdest du denn gerne mal von einem Superhelden gerettet werden? Ich sehe, privat hast du ja deinen Superhelden an deiner Seite, aber so im Film vielleicht? Ja, natürlich hat das jeder so, jede Frau hat das als Traum, aber ich würde vor allem gerne auch meine Superheldin spielen, ganz im Ernst. Ich glaube, es wäre gar nicht so schlecht. Sind Sie großer Spider-Man-Fan? Ja, ist ein schwierig. Also ich bin froh, dass ich die Karte heute Abend noch herkriegt habe, weil ich doch viele Trickfilme von ihm gesehen habe und jetzt wirklich mal auf die Verfilmung gespannt bin. Also ich glaube, wer heute Abend hier ist, wird Spider-Man-Fan sein, weil ansonsten tut man sich bestimmte Dinge nicht an, wie Special Effects und, und. Also darauf muss man einfach stehen, das muss man mögen. Wer ist denn interessanter, Spider-Man oder der grüne Kobold? Schauen wir mal. Die Premiere ist zu Ende und jetzt wird weitergefeiert. Ich bin gespannt, ob die Zuschauer dem Spider-Man ins Netz gegangen sind. Sie waren gerade bei Spider-Man und haben den Film gesehen. Wie fanden Sie ihn denn? Ich fand das sehr beeindruckend, was da heute stattfand. Also wirklich. Unglaubliche Special Effects. Irre. Wahnsinnig viel ging in die Luft. Also wie das ja immer so ist bei Actionfilmen. Aber es ist schon irre, was man da heutzutage alles machen kann. Sau gut. Mir hat es richtig, richtig Spaß gemacht. Was fanden Sie besonders gut? Können Sie das sagen? Ich fand besonders gut die Art, wie sich Spider-Man bewegt. Du hast gerade Spider-Man gesehen. Wie fandst du den Film? Ich fand ihn gut. Also viel Action und viel Rumgespringe und das Ganze in meiner Lieblingsstadt New York, die ich noch nie so von oben gesehen habe. Nee, ich fand es ein tolles Popcorn-Kino. Was ist mit Willem Dafoe? Fandst du ihn auch gut? Der ist der Hammer, der Mann. Also da hat er vorher in meinem Interview gesagt, dass man ihm diese Rolle erst gar nicht so richtig zugetraut hat und dass er vorsprechen musste. Was ich überhaupt nicht verstehe, weil er ist einfach grandios. Und wenn ich Willem Dafoe, also wenn ich an ihn denke, dann denke ich Bösewicht, dann denke ich irgendwie was Evil-mäßiges. Und ich meine, das ist doch genau seine Rolle gewesen. Ich fand ihn ziemlich klasse. Vielen Dank und schönen Abend noch. Danke euch auch.